Diese Sitzlounge hier, die habe ich mal vor ungefähr 2 Jahren selber gebaut. Darüber gibt es ein Video, das werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Und die ist natürlich jetzt über die 2 Jahre extrem den Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Und das hinterlässt natürlich seine Spuren. Und ich möchte dir zeigen, wie du das Ganze ganz schnell und einfach beheben kannst. Sprich, wie du deine Gartenmöbel streichen kannst bzw. lackieren. Und das ist das Objekt der Begierde. Ja, so sah es vorher aus. Ihr seht, das Ganze ist wirklich schon richtig angegriffen worden, beziehungsweise das Holz ist stark vergraut. Und das ist ganz, ganz normal, wenn es auf einer Dachterrasse steht und da 2 Jahre lang wirklich die Sonne drauf knallt. Bevor wir das Ganze jetzt lackieren, sollten wir es natürlich abschleifen. Dafür verwende ich hier einen Exzenterschleifer 12 Volt von Bosch. Exzenterschleifer, damit könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Und es ist egal, welche Richtung ihr schleift, welche Faserrichtung. Das Wichtigste ist hierbei, dass ihr einfach darauf achtet, was für eine Körnung ihr verwendet. Und ich fange jetzt hier mit einer großen Körnung an und schleife das Ganze einmal zwischen. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Lackieren, müssen wir natürlich alles sorgfältig abdecken. Mit einer Plane oder mit einem Malervlies. Malervlies eignet sich natürlich hier hervorragend, da ihr es immer und immer wieder verwenden könnt. Bevor wir lackieren, natürlich das geschliffene Objekt schön vom Schleifstaub entfernen. Nehmt dazu einen Pinsel oder einen Staubsauger mit einem Bürstenaufsatz. Und jetzt kommen wir zur Grundierung. Ja, ich verwende dieses Mal eine Grundierung, ein Wood Primer von Duplicolor. Passend dazu gibt es auch eine Sprühhilfe, besser gesagt eine Sprühpistole und verschiedene Aufsätze, damit ich schön breitflächig lackieren kann. Und das Ganze ist ganz, ganz einfach, wie ihr sehen könnt, immer schön entlang ziehen, also jetzt keine Kreisebewegung machen, sondern immer schön in einer Linie, in einer Flucht ziehen und das Ganze dann deckend lackieren. Auch hier gilt wieder, weniger ist mehr. Lackiert das Ganze bitte nicht zu satt, sondern macht eine kleine Pause von 10 bis 15 Minuten und dann lackiert ihr das nochmal ein zweites Mal rüber, wenn es beim ersten Mal nicht richtig gedeckt hat. Und wer aufgepasst hat, ja, ich hatte keine Lackiermaske bei der ersten Szene auf. Ich kann euch das wirklich nahelegen, lackieren ist gesundheitsgeschädlich, setzt bitte eine Maske auf. So schaut das Objekt dann aus und wenn jetzt der ein oder andere Risse oder Löcher entdeckt habt, mit einem 2-Komponenten-Spachtel, den gibt es übrigens in 3 unterschiedlichen Holztönen, könnt ihr das Ganze nochmal schnell ausspachteln und zwischenschleifen. Für den nächsten Sandton habe ich mich für so einen Creme entschieden, so einen Sandton. So sind eigentlich unsere ganzen Gartenmöbel. Und bevor wir das Ganze jetzt einen Endlack auftragen, hat sich so die eine oder andere raue Stelle entpuppt. Und das Ganze müssen wir zwischenschleifen mit solchen Schleifschwämmen. Das sind Schwämme, die sind sehr, sehr elastisch. Und damit könnt ihr das Ganze schön glatt schleifen wieder. Und danach lackieren wir das Ganze, wie wir es grundiert haben. Und auch hier wieder Obacht. Bitte in 1 oder 2 Etappen. Wenn ihr zu viel Lack auf einmal auftragt, dann bekommt es böse Läufer. Und so schaut dann das Endergebnis aus. Ich finde, das Ganze kann sich sehen lassen. Und ja, hier ist nochmal ein Vorherbild. Also das Ganze hat es wirklich dringend nötig gehabt. Und der Arbeitsaufwand war gar nicht so groß, bis jetzt auf das Abkleben. Aber wenn ihr jetzt irgendwo eine freie Stelle habt, eine größere Terrasse, dann rollt ihr 2 Bahnen Malervlies aus oder 3 und dann zack, gib ihn. Ich finde, das Ganze war wirklich ein Arbeitsaufwand von 2 bis 3 Stunden und das Ergebnis ist wirklich ein Wow-Effekt. Ach ja, herrlich. Jetzt kann auch der Frühling, besser gesagt der Sommer, kommen. Und wir haben uns natürlich ein Feierabendbierchen verdient. Ja, ihr solltet natürlich jetzt nicht so wie ich innerhalb von 2 Stunden eure Sitzbezüge drauflegen. Es könnte natürlich dann eine böse Überraschung geben. Ja, richtig, die Sitzbezüge bleiben dann irgendwann kleben. Ich werde die auch gleich wieder runternehmen. Aber ihr habt gesehen, das Ganze hat jetzt ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert. Je nachdem, ob ihr jetzt viel schleifen müsst oder wenig. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich freuen über den Handwerker-Daumen nach oben, wenn ihr das Video teilt oder wenn ihr einfach einen Kommentar da lasst. Und ich würde sagen, hier sind die nächsten 2 Videos von mir. Einmal hier, wie du so eine Gartenlounge selber bauen kannst und hier ein Video, was vielleicht für dich auch interessant sein könnte. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist das überhaupt? Ah.
So, weiter geht's.